Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge von Anno 1800 auf meinem Kanal. Ja, da sind wir wieder zurück nach einer Woche Pause, weil ich nicht mehr dazu kam, alles zu managen hier und der Kanal ein bisschen explodiert ist in dieser Woche. Muss man fast schon so sagen. Ja, da sind wir wieder und wir haben hier ein Elektrizitätswerk, was kein Öl hat. Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Und eine Hochradproduktion, die keinen Strom hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir da ein einzelnes Gleis verlegen müssen. Ja, weil der Schienenabschnitt besetzt ist. So, und zwei Züge sitzen da drin. Kann ich den ausbauen? Dann habe ich aber nur einen Zug mehr. So, können wir aber da mehr Schienen bauen? Ah ja, und zuerst möchte ich noch was ankündigen. Das ist ganz wichtig. So, und zwar, bevor wir jetzt loslegen hier. Ich habe mir Folgendes überlegt. Es kommen sehr viele andere Spiele raus, die ich gerne spielen würde. Und ich habe auch schon ein paar ausgelassen, gerade aus den Gründen, weil ich einfach nicht alles immer machen kann. Sonst zieht sich das auch ewig in die Länge, wenn ich nur jeden dritten Tag oder so eine Folge mache. So, aus diesem Grund habe ich mich entschieden, dass ich heute Abend das letzte Mal Anno 1800 in einem Let's Play spielen werde. Das heißt aber für euch nicht, dass es die letzte Folge ist. Es ist einfach meine letzte Aufnahme. Oh, da kommt tatsächlich ein Zug jetzt. Es ist meine letzte Aufnahme und wir werden noch so weit spielen, wie wir kommen. Ich habe sehr viel gesehen von dem Spiel. Die Kampagne haben wir laut Uplay zu 100% durch. Wir versuchen jetzt noch hier die Stadt ein bisschen aufzubauen da drüben. Das wäre mir noch so ein Anliegen. Und dann würde ich sagen, ich habe es ein bisschen gesehen. Es hat sehr Spaß gemacht und ich würde auf jeden Fall wieder zurückkehren. Das ist auf jeden Fall so. Auch wenn wir jetzt hier nicht die Welt erobert haben, aber... das ist ja nicht immer das Wichtigste. So, jetzt versuchen wir mal. Können wir den... ja, ich kann da ein Ersatzgleis bauen. Gehe ich jetzt hier durch. Ah, ja. Das ist natürlich super. Das ist das beste Ausweichgleis, was du je gesehen hast. Dann sollten wir vielleicht eher hier innen rumgehen. Und hier dann... darum geht das da? Nee, ich hab natürlich wieder... so. So ein blöderes Gleis habe ich noch nie gesehen. Ehrlich gesagt. Und jetzt haben wir keinen Stahl mehr. Ja, toll. Und können wir eigentlich auch das hier abreißen. So. Und dann haben wir doch da einfach zwei Ausweichgleise dazwischen. Vielleicht, wenn es hier noch eins geben würde. So. Und vielleicht läuft das jetzt besser so. Wer weiß. Schiff unter Beschuss. Aber der hat sich zum Beispiel da, der ist da stehen geblieben. So. Hier ist wieder was unter Beschuss. Eines unserer Handelsschiffe. Sie ist gerade gekommen und verteidigt unser Schiff. Das ist doch schön. So, also, wie gesagt, ich möchte mich mehr oder weniger ausschließlich darauf konzentrieren, die andere Stadt aufzubauen. Hochräder laufen. Jawohl. Sehr schön. Die Produktion läuft da. Und vielleicht noch das eine oder andere hier zu machen. Also bei den Brillen. Ja, ist halt schon sehr... sehr kompliziert. Wir haben zwar die Glashütte schon. Bin ich etwa zu das da ist die Glashütte, also Glas hätten wir. Die Messinghütte haben wir nicht. Weil wir Kupfer und Zink und da ist das Spiel abgestürzt. Dass es immer noch nicht gefixt ist. Das ist irgendwie komisch. Naja. Ja, und da sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Ich habe es wieder geladen und die Strecke ist natürlich wieder weg. So. Aber dann machen wir es diesmal ein bisschen einfacher, glaube ich. Und zwar bis hier hinten hin, da durch. Und hier hinab. Ah, war schon zu viel.
Na komm, Visier 4. Damit es 4 braucht. So, reicht so. Haben wir dann Ausweichgleis und dann sollte das jetzt laufen. Ja, wir waren gerade bei der Brillenfabrik. Die ist aber vielleicht noch ein bisschen zu kompliziert jetzt zu schaffen. Die Dampfschiffswerft wäre halt auch was. Also wir brauchen sehr viel, sehr, sehr viel. Wirklich sehr viel Stahl dafür. So, deshalb haben wir die Hochräder und Dampfmaschinen. Ja, wir erzinken Kupfer halt. Aber das ist, ja, ist halt schon eine große Sache. Und ich würde lieber schauen, dass wir hier drüben in Bright Sands wieder was aufbauen können. So, für das müssen wir natürlich hier was haben. Und ich dachte, ich hätte ein Schiff gehabt hier. Steht anscheinend nicht mehr da. So wie es aussieht. Gut. Und jetzt legen wir da erstmal. Ist das der große? So. Schiff vom Stapel gelaufen. Fregatte beginnt geleitet. So, die sollen sich mal da ein bisschen anbringen. Ei. Dann laden wir da mal was auf. Und zwar Bretter. So. Dann lade ich da zum Beispiel noch ein bisschen Holz auf. So. Und da wären Bricks nicht schlecht. 100, vielleicht reicht das mal fürs Erste. Und noch was zu essen. Was hat die unterste Stufe? Fisch. Genau, wenn wir noch etwas Essbares hätten wie Fisch. Wir haben keine Fische. Das ist toll. Wir haben auch fast nichts, wenn ich das so ansehe hier. Na komm, dann lassen wir es mal bei dem. So, da hat es ein anderes Zeichen gegeben. Also es gibt jetzt... ja, es gab ein neues Update. Und das Tolle, was sie an diesem Update gemacht hat, also es überrascht mich irgendwie schon. Ich bewege mich ja mit WASD hier. Und die haben einfach mal das Quest-Ding, also was ich jetzt aufrufen kann hier, das auf A gelegt. Diese Seite. Und ich habe mich vorhin ein bisschen testweise rumbewegt. Und dann ist immer das aufgeploppt. Da dachte ich so, was, ja, was ist denn hier los? Ja, bis ich dann im Internet gelesen habe, dass das jetzt so geändert wurde. Warum auch immer. Ein Feuer ist ausgebrochen. So, da ist ein Feuer ausgebrochen, das ist nicht so schlimm. Also wir müssen hier die richtigen Häuser rausfinden. Die Ruhe wurde beendet. Und zwar die richtigen aufbauen, dass wir zuerst auch wieder ein bisschen Bauern haben, die dann selbst das Holz herstellen können. Auf die alte Dame ist Verlass. Sollte ja nicht für immer so bleiben hier. So, einmal das. Ein Schiff, die Flammen wurden gelöscht. An die Segel und Brass. Die fahren da rüber. Aber eigentlich können sie auch mal hier bleiben. Ein neuer Auftrag. So, wenn da überhaupt so viel Platz hat. Anscheinend schon. Ja, ist glaube ich gut geupgradet hier. Neue Befehle, Admiral. So, und der bringt ein bisschen Bricks. So. Ne, ich denke, wir lassen den hier folgen. Sind so. Alles vorbereitet. Und wir fahren noch was zurück. Und holen dann noch irgendwie Stahl und so, wenn wir was hätten. Und ich fange da schon mal an. Zu schauen, was da so ist und was wir da noch so bauen können. Ist das ein Markt? Das ist ein Markt. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Ah ja, und wir sind ja noch auf einer Expedition. So. Die Frage ist halt, zu erkennen, welches Gebäude das ist. Und ich habe das Gefühl, alles ist gar nicht mehr da. Aber der Friedhof, der ist komplett ganz geblieben. Ist ja klar. Brauerei. Ja, es ist gar nicht mehr alles da. Habe ich so das Gefühl. Da schauen wir zuerst bei der Expedition. Jetzt. So, da sind wir auf Tiersuche. Gespeichert. So, wo ist da? Wir haben gar nichts. Dann nehmen wir einfach was. So. Bisschen Prügel austeilen, so. Und
dann Rationen verteilen und weiter geht's. So, bin ich denn los? Also, es scheint gar nicht mehr alles da zu sein. Und wir brauchen ja hier mal als erstes Holz. So, dann platzieren wir doch das mal hier hin. Schließen das da mit einem Weg an. Oh, die Tiere hier. So schön. So, und jetzt brauchst du ein paar Häuser. Die Häuser hier kann ich aber nicht upgraden. Die sind alle sehr teuer. So, da ist ein Markt. Da ist auch ein Markt. Da oben ist kein Markt. Dann nehme ich mal den. Bauen wir den wieder auf. So. So, wir haben aber keine Bauern, oder? Ja, genau, das sind nämlich hier die falschen. So, hierfür brauche ich schon Stahl. Also, wir haben auch hier das da. So, kann ich ja einmal drüber gehen. So, baut sich das schon wieder auf hier. Ja, Lager und alles ist eigentlich gar nicht mal so wichtig erstmal. Ah, jetzt, da hat es noch ein paar Bauersiedlungen. Die sind alle auch so verteilt. Das ist, naja. Spezieller Baustil ist das. Und ich habe das Gefühl, es ist auch nur noch ein, ja, kleiner Bruchteil hier da, der mal da war. So. Die Straßen sind ja alle verbunden. Da haben wir eine Doppelstraße. Da drüben hatte ich eine, der nicht an der Straße war es so. Und dieser Markt deckt relativ viel ab da. Ah ne, da ist ja auch einer. So. Bauen wir den nochmals auf. Und jetzt ein paar Bauernhäuser. Es ist so schwer hier was zu designen, weil es ist nicht meine eigene Stadt. Irgendwie passt da sehr wenig zusammen, habe ich so den Eindruck. So, und es war sehr gescheit, hier oben zu machen. Haben wir nicht schon genug Schwierigkeiten? Denn da hat es ja nicht mal einen Markt. Toll. So, aber der Markt ist auch gar nicht so teuer. 10 Bretter. Hier rein. So. Aber das halt wieder auf 500 Ingenieure zu kriegen, ist halt nicht so die einfache Aufgabe, oder? Weil das geht wieder von vorne los. Straßen erleichtern die tägliche Arbeit. So, also da ist sie angeschlossen. Ja, aber da ist nirgends angeschlossen, also hier. Oder da. So. Dann müsste das besser werden da. Und hier ist auch nirgends angeschlossen. So. Ja, dass dieses Haus nicht an der Straße liegt, das sehe ich auch. So, das hat hier jetzt kein Lager. Dafür wollen wir auch noch sorgen. Da so hin. So. Und dann sollten eigentlich, wenn Leute kommen, wir haben 8 Arbeiter hier, dann sollten die hier eigentlich loslegen. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Und dann haben wir wieder einen generellen, ja, ein bisschen Arbeiter da. Die brauchen auch eine Fischerei. Oder haben wir sogar, wie sieht eine Fischerei aus? So. Ja, es ist halt, es ist extrem schwer zu erkennen. Hafen. Ne, scheint so, als hätte es hier keine Fischerei. Ja, das ist alles Hafenanlage hier.
Und irgendwo muss da noch das ran. Hier passt es auch nicht. Ja, es muss an die Küste. Hier drüben vielleicht noch. Jetzt geht's da. Hier zum Beispiel. So, natürlich muss auch das wieder mit angeschlossen werden. Da ist noch ein Depot. So, ich sollte nicht so viel solches upgraden, weil plötzlich fehlt uns dann das. So, also wir haben jetzt wieder eine Fischerei. Die haben ja auch Bedürfnisse. Die sehen wir ja hier. Und Arbeitskleidung ist da das Bedürfnis auch. Dafür bräuchte es eine Schäferei. Das ist ein Sägewerk. Also wir haben hier auch zwei Sägewerke. Die wir da verbinden könnten. So. Und wahrscheinlich ein Lagerhaus. Ja, das ist ein bisschen teuer für uns da. So. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir hier einfach mal ein paar neue Siedlungen. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Dieser Spezialist möchte Sie Ihre Stadt ziehen. Erlauben Sie es? Ja. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. So, ich will mich aber nicht von dem ablenken lassen. Okay. Wir machen jetzt hier ab da. Straße in diese Richtung. So. Weiter wie gehabt natürlich. Natürlich nicht so. So, für das haben wir absichtlich viele Bretter mitgenommen. So. Da eine Verbindungsstraße rein, da eine. Dann hier den bewegen. So. Und hier unten würde dann nochmals ein Markt hinkommen. Die Flammen sind außer Kontrolle. Hier zum Beispiel. In Ditchwater. Kann ja nicht sein. Wo brennt's denn hier? Es kann höchstens hier oben brennen. Da hätte ich so meine... hier hinten. Wir haben ja mehrere Feuerwehren, also das, die müssen das hinkriegen da. Okay, es kommen langsam Leute. Der hier hat auch eine Anbindung, das ist gut. Und hier oben bräuchten wir nochmals ein Lagerhaus. Was 10 Bretter kostet. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Wir sind jetzt ein Dorf, schön. So. Ja, wir haben bereits eine eigene Bretterproduktion, tatsächlich, die aber noch nicht so groß ist. Und unsere anderen Schiffe sollten da ja zurückgefahren sein und könnten jetzt hier... ...nochmals etwas einladen, so. Ne, nicht alle Bretter mitnehmen. Arbeitskleidung haben wir selbst auch nicht, wie ihr seht. Wir schlingern ins Ungewisse. Fregatte, so, der soll dem folgen. Der kann hier bleiben. So, und der hat wieder was. Kommt, den können wir auch noch schnell schauen. Kämpfen, falls nötig. Ich lese es jetzt mal nicht, weil das ist... Es war wohl nicht das Beste. So. Aber wir fahren mal weiter. Okay. Die sollen darüber fahren bis zur nächsten Folge. Und dann sehen wir uns wieder... Neue Befehle, Admiral. So, einmal noch den... Hier das Ziel angeben. Dann bauen wir weiter an der Bright Sands Stadt. Und aktuell ist es eine abscheuliche Stadt. Ja, kann ich irgendwie verstehen.
Wir haben jetzt gut Bauern bekommen und können jetzt da die ersten Dinge aufbauen. Das Problem ist einfach, dass alles so weit entfernt ist. Das ist ein bisschen schlecht. Aber naja, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!